Kommen wir zum letzten. Auch da wieder eine kleine Geschichte. Angst vor Ratten und Mäusen. Das hat zu tun mit Auszehrung, Tuberkulose, mit Todesangst. Ja, stellt euch mal vor, wie nass und im Feuchten es in Steinhäuser oder in einem modrigen Burgverlies sein konnte. Als Mitbewohner waren Ratten und Mäuse Dauergäste, weil es hatte ja sicher auch Brot oder Brotkrümel. Noch schlimmer war man, wenn ein Rattenkäfig auf den Bauch gebunden wurde, da kommt einem sofort die Angst hoch. Ne? So ein Schock und Todesangst kann ein Auslöser sein für Lungen, TB. Und natürlich ist es auch diese modrige Luft und das Ganze, diese Feuchtigkeit in den Knochen, ne? Was rund um diesen Hungerturm stehen diese Mittel, also das Tuberkulinum an erster Stelle, das hier ist Siamus Niger, das ist das, ein Hexenkraut, das ist das schwarze Bilsenkraut, also es gibt auch verschiedene Hexenkräuter und das ist ein großes Hexenkraut. Ah, weiter Stechapfel wäre zum Beispiel noch so ein Hexenkraut oder natürlich auch der Fliegenpilz. Da gibt es einige, wo man da viel gehört auch dazu. Stellt euch vor, in diesem nassen Verlies oder in diesen nassen Gruben oder Bergwerken musste man arbeiten und da gab es auch natürlich auch diese Tuberkulose oder wenn mal ein Stollen zusammengefallen ist oder und so weiter. Dann Histaminum, Muriaticum und das Selenium. Ja, man hat Angst vor Ratten und Mäusen, alles so diese Schwänze. Das Tuberkulinum zeigt sich bei geringster Anstrengung mit starkem Schwitzen. Der Patient verspürt ein unbändiges Verlangen nach frischer Luft. Also ständig treibt es ihn nach draußen, hält er sich in geschlossenen Räumen auf, öffnet er Fenster und Türen, Frauen leiden unter Menstruationsbeschwerden, Harnwegsinfekten, heftigen Kopfschmerzen, zwingt sie sogar die Arbeit niederzulegen und sich auszuruhen. Kann nicht arbeiten. Und nach den Kopfschmerzen folgt der Durchfall. Heißhunger, also manchmal treibt es sie aus dem Bett in der Nacht, muss jetzt etwas essen. Dann kann es aber auch sein, dass juckende, trockene Ekzeme da sind Männer unter einer übermäßigen Libido. Also nachts in Ruhephase werden die Gelenke steif, unbeweglich. Also Rücken- und Gelenkschmerzen. Schmerzen verschlimmern allgemein bei Kälteeinwirkung, Wetterumbruch, Schnee, Nässe, Regen und so weiter. Es ist aber auch immer wiederkehrende Erkältungskrankheiten sind da vor allem im Winter. Husten, Schnupfen und immer wieder erkältet. Ja. Was ganz wichtig ist, also das sind Rastlosigkeit. Es geht ihnen besser an der Wärme, in den Bergen. Nachtschweiß ist da, auch oft Herpes beim Schlaf, Knie-Ellenbogenlage, den Zähne knirschen, also Rasse und Bettnässen. Tierliebe auf der einen Seite und Tierquäler auf der anderen Seite. Auffallend, Angst vor Hunden, gern kalte Milch und Geräuchertes. Kommen wir zum Hyoscyamus. Niger, schwarz, Niger heißt schwarz. Das schwarze Bilsenkraut. Das wirkt vor allem auffallend bei psychischen Störungen des zentralen Nervensystems. Also Symptome wie zum Beispiel Ängste, Eifersucht, Epilepsie, Exhibitionismus, Fluchen, unzüchtiges Reden, Geschwätzigkeit, Gestikulieren, Harn- und Stuhlinkontinenz, man kann es nicht halten. Krämpfe der willkürlichen und unwillkürlicher Muskulatur. Also willkürlich ist der Muskel, unwillkürlich zum Beispiel das Zwerchfell mit der Atmung. Oder der Darm. Ja? Schlaflosigkeit, Stuhlzurückhaltung, verhaltensauffällig, wie zum Beispiel manisch oder hysterische Zustände und das Aufmerksamkeitsdefizit, also dieses ADHS, Hyperaktivitätssyndrom.
Das gehört hier dazu. Zum nächsten Mittel, das ist das Histaminum Muriaticum, ist hilfreich bei allergischen Beschwerden, die sich besonders Juckreiz der Haut, einem brennenden Gefühl und Bildung von Pusteln oder Quasteln sowie anderen Hautausschlägen. Auslöser können Sonnenlicht, Insektenstiche oder Kontakt mit allergieauslösenden Stoffen sein. Vor allem die Farbstoffe an Kleidern sind da ein Thema. Linderung von Asthmaanfällen, Verdauungsbeschwerden infolge von Nahrungsmittelunverträglichkeit. Also wenn jemand eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat, die Patienten neigen zu Angst, allgemeiner Überempfinden, schnell gereizt, streitsüchtig und auch durch ihre starke Ruhelosigkeit. Neben der Haut können besonders die Schleimhäute betroffen sein, also Augen, Bindehaut, Augenmuskeln können zucken, wie so Gefühl vom Sandkorn im Auge. Die Nase ist oft trocken, kann jucken und kneifen und schmerzen. Und häufig müssen die Patienten auch niesen. Das Gefühl Feuchtigkeit in der Nase vorkommen, sowohl sie eigentlich trocken sind. Also beim, es ist das Gefühl, ich muss jetzt mal schneuzen und trotzdem ist nichts da. Es ist so ein Entzündungsmediator und führt zu klassischen Entzündungen wie Erwärmung, Rötung, Schwellung, Funktionseinschränkungen und Schmerzen. Es spielt eine wichtige Rolle bei allergischen Reaktionen wie Hautausschlägen, Heuschnupfen oder Asthma. Und zuletzt habe ich das Selenium Metallicum genommen. Selen ist ein wichtiges Mineral, entsprechend dem Grundgesetz der Homöopathie, Gleiches mit Gleichem zu heilen. Klagen Selenium-Patienten häufig über Beschwerden der Haut, des Gemütszustands und der Prostata. Ich sage immer, die Prostata hat zu tun mit unterdrückten Gefühlen. Die Patienten berichten von fettiger Haut durch eine erhöhte Talgproduktion bedingt, die von Zeit zu Zeit auch von Pickel begleitet sind, also mit 54 Jahren noch Pickel. Manchmal sind diese Personen in einem überempfindlichen Gemütszustand und haben Konzentration und Gedächtnisschwierigkeiten. Und zudem besteht oft ein stärkerer, unangenehmer Wahrnehmerkörpergeruch, also, ah, sie stinken irgendwie. Die Ausdünstung, übel riechender Schweiß. Viele ältere männliche Patienten leiden unter Vergrößerung der Prostata, also der Vorsteherdrüse. Symptomatisch tritt diese durch Schmerzen beim Wasserlassen und häufiger Entleerung geringer Urinmengen hervor. Selenium kann auch bei sexueller Frustration des Mannes eine Hilfe sein. Diese ist in der Regel durch sexuelle Funktionsstörungen wie Impotenz, also der Schwierigkeit, eine Erektion zu bekommen oder aufrecht zu erhalten, bedingt. Zusammenfassen möchte ich: Angst vor Schlangen, da geht es Richtung Blutvergiftung. Angst vor Spinnen, da geht es um Existenzangst, um Nerven. Denkt an die Mutter, an die Abtreibung, an die Spinne, die den Liebhaber frisst. Angst vor Mäusen, Ratten, denkt an Todesangst, Verhungern, denkt an den Hungerturm. Das war's zu diesen drei Mitteln. Ich habe wirklich viel gelesen, über Reptilien und möchte euch viel Erfolg wünschen mit diesen drei Karten und hoffe, dass es klappt. Bis zum nächsten Mal.